Krank. Okay, Dude, wenn was gerade sein Video online. Ich erwarte auch mal jetzt ein krasses Video. Wehe, das ist nicht 2 Stunden lang das Video. Widerlicher Minecraft-Fetisch-Content für Geld. Eki und Dandy. Alter, ey, ohne Scheiß, Kuchen TV wird so abkotzen, weil Tim wollte eigentlich auch ein Video dazu machen. Jetzt sind es mittlerweile schon 2 Leute, die ein Video dazu gemacht haben. 13 Minuten wild. Nice. Dieses Video ist mit Sicherheit etwas anders als meine vorigen Videos. Ich bin nämlich auf ein paar YouTuber gestoßen, welche Cartoons und Videospielfiguren auf sexuelle Art und Weise ausnutzen, damit sich Kinder ihren Content reinziehen. Nacktheit, Horror und sexuelle Anmerkungen finden wir dabei nicht nur auf den Thumbnails, sondern sind auch regelmäßig Bestandteil ihrer Videos. Deshalb nochmal ein wichtiger Appell an euch. Schaut dieses Video bitte bis zum Ende an und teilt das dann auch letztendlich. Nicht, damit ich dadurch irgendetwas habe, sondern weil diese Art von Content, welchen ich euch heute präsentieren werde, schädlich für die Entwicklung von Kindern und absolut widerwärtig ist. So, meine sehr geehrten Freundinnen und Freunde, nachdem ich mir literweise Lack in die Birne reingeprügelt habe, um folgendes Video zu machen, muss ich erst einmal zugeben, dass ich wirklich unnormal sauer und angewidert bin. Ich bin unter anderem durch KuchenTV, Alpha Kevin und Steinadler auf einige Minecraft-Kanäle gestoßen. Weil Steinadler, was ist denn momentan mit Steinadler los, dass er hier jedes Mal krass einen reinballert? Dass, mittlerweile Steinadler macht sich hier berühmt in der ganzen Szene. Wild! Deshalb an der Stelle, ich glaube, KuchenTV wollte auch ein Video zu dem Thema machen. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Ja, Alpha Kevin hat bereits ein Video zu dem Thema gemacht. Schaut euch auch noch das Video. 98% gute Bewertungen. Was willst du mehr, Leute? Wild, wild, es läuft gut. Und Matty hat auch bereits ein Video über Alterbeule gemacht. Deswegen grüße gehen auf jeden Fall an die raus. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Stimmt, im Zuge dessen sind mir vor allem Iki und Dandy ins Auge gefallen. Und ich bin extrem schockiert, was für Menschen sich teilweise auf YouTube rumtreiben. Diese Menschen produzieren nämlich scheinbar unter dem Deckmantel von Minecraft Kinder- und Roleplay-Film irgendwelche Fetischwerke, wo sie ihre eigenen krummen Ansichten und das Volk bringen können und damit ihr Geld verdienen letztendlich. Bei der Recherche auf dem Kanal von Iki ist mir letzten Endes wirklich übel geworden. Deswegen möchte ich zuallererst mal auf die Thumbnails von... Ich bin übrigens froh, dass Dude mit Maske das übernimmt, dass ein KuchenTV das vielleicht übernimmt. Ich hatte gar keinen Bock bei meinem Video, diese Kanäle zu recherchieren. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wenn ihr Meinungsblogger seid, seid ihr dazu gezwungen, diese Scheiße zu recherchieren. Und wenn du das dann recherchierst und du siehst, was die für einen Content machen, und du musst ja die Scheiße reinziehen, da wird es ganz übel. Deswegen bin ich immer persönlich übel froh, wenn das andere übernehmen. Ich habe nur meinen Teil zu einer anderen Thematik gesagt. Mehr will ich gar nicht. Mehr will ich nicht, weil ich habe ja bloß gesagt, wie unpraktisch die Kanäle sind. Ich bin gar nicht darauf eingegangen, was die für einen Kack-Content machen. Also zumindest bin ich nicht großartig drauf eingegangen. Das Count Nasser, ich grüße euch. Von dem eingehen. Ich spiele neues Tinder mit Frozen Elsa in Minecraft. Ich platze in Prinzessin Elsas Zimmer in Minecraft. Prinzessin Peach ist schwanger von mir in Minecraft. Ich klaue Amy Rose Unterwäsche in Minecraft. Junge, was zum Teufel, Mann. Ihr habt gerade ja auch alle die Thumbnails gesehen. Aber wie krank muss man denn bitte sein, um Videospiel- und Kindercharaktere zu nehmen, diese zu sexualisieren und daraus dann Videos zu machen? Ich will mir an der Stelle überhaupt nicht ausmalen, was solche Bilder bei Kindern überhaupt anrichten können. Deshalb schauen wir uns die Thumbnails noch mal etwas detaillierter und in Ruhe an, dann entfaltet sich vielleicht bei dem einen oder anderen von euch vielleicht die gleiche Wirkung, welche sie bei mir verursacht haben. Ich habe ein Blind Date mit Amy. Alter. Alter. Ohne Scheiß, wie kommt man darauf, einen Kindercharakter? Solche, warum? Der hat doch gar nicht sowas. Holy shit, what the fuck? Jonas Ehre. Ey, das, ihr müsst euch das vorstellen so. Das sind eigentlich von einer Kinderserie. Und die machen sowas. Kinderserie, die machen sowas. Wo sind wir angekommen? Amy Rose in Minecraft. Ja, man sieht hier den Charakter Amy Rose, denke ich mal, ganz gut. Mit einer hinzugefotoshoppten Oberweite noch dazu. Der gute Iki steht daneben, ich glaube, mit einem Helm oder einem Eimer auf dem Kopf. Er ist natürlich oberkörperfrei und nur in Unterwäsche. Ey, direkt daneben das Video heißt, ich übernachte bei Amy Rose in Minecraft. Wieder einmal haben wir Amy Rose dazu sehen, mit einer hinzugefotoshoppten Oberweite immer wieder. Die scheint nackt zu sein. Iki scheint dabei auch nackt zu sein. Ausrufezeichen noch dazu. Ich glaube, den Rest können wir uns vorstellen, was dabei passiert ist. Prinzessin Peach möchte Babys mit mir in Minecraft. Das ist natürlich auch mal wieder ein ganz angenehmer Titel. Wir sehen nämlich Prinzessin Peach, wie die sich wieder eine Strumpfhose anzieht. Das andere Bein ist weiterhin nackt, wie man hier ganz gut erkennen kann. Die scheint auf dem irgendwie drauf zu sitzen. Ich weiß es nicht. Die sitzt auf jeden Fall auch auf dem Bett. In Kombination mit dem Titel, denke ich mal, wissen wir alle ganz genau, was da vor dem Bild passiert hat, beziehungsweise was zu diesem Bild geführt hat. Das nächste Thumbnail finde ich auch wieder extrem ekelhaft. Wir sehen einfach Prinzessin Peach. Auf der Skala von 1 bis 10, wie schwer geistig behindert seid ihr gerade alle geworden? Mal bitte jeder in Wert reinhauen. Kuchen hat abgebrochen, wie der hat abgebrochen. Boah, man, da ging das Internet wieder nicht. Alter, das ist natürlich belastend so.
Bei ihm ist momentan Internet richtig broke, das ist richtig belastend. Eine 11, okay, okay. Also hier sind manche schon ganz schön geistig zurückgeblieben. Leider. Wegen der Recherche unendlich. Ja, Dude mit Maske. Ich fühle dich, Bruder. Stell sie dann nicht. Vodafone gönnt ihr ja richtig. Ja, Alter. Wo, ey, ohne Scheiß, ich check das auch nicht. Was ist mit Vodafone bei ihm los? Fühle ich auch absolut nicht, warum das so ist. Rotz. Bei den Bikinis, davor einfach Icky wieder mal oberkörperfrei. Keine Ahnung, warum der sich kein Shirt leisten kann. Und davor die Oberfläche von der App Tinder. Hat sowas eine Daseinsberechnung in Kindervideos? Ich glaube eher weniger, vor allem wenn man sich mal wieder anschaut, wie die Charaktere sexualisiert werden. Dann haben wir noch das Video, ich platze in Prinzessin Elsas Zimmer in Minecraft. Tja, da steht Elsa dann in einem Bikini oder in Unterwäsche von einem... Junge, was ist das? Junge, was gucke ich mir hier gerade an? Dude mit Maske, wie hast du das überlebt, diese scheiß Recherche zu betreiben? Ey, ich habe das damals schon mal bei Sentex gemacht, aber dass Kindercharaktere hier sexualisiert werden, ach du Scheiße. Im Spiegel, da haben wir also mal wieder sexualisierten Content und wie Icky da reinrennt und sie dabei beobachtet. Ja, du kleiner Spanner, da habe ich dich wohl mal wieder ertappt, oder? Ihr müsst euch einfach mal überlegen, dass da ein Typ sitzt und solche Thumbnails macht und denkt, dass es eine ziemlich gute Idee ist, genau sowas zu machen. Ich muss noch dazu erwähnen, dass da noch ein weiteres Tinder-Video mit Frozen Elf. Ich meine, die ganzen Kinder kennen... Also jetzt mal ohne Scheiß, ich bezweifle, dass die Mehrheit von den Zuschauern weiß, was Tinder ist. Ich denke nicht, dass viele wissen, was Tinder ist. Und die machen einfach ein Video zu Tinder. Für das Publikum. Ey, das geht gar nicht fit, Leute. Da kriege ich wirklich Gänsehaut. Da kriege ich schon Gänsehaut vom Cringe. Elsa dann gemacht hat, ich spiele neues Tinder mit Frozen Elsa in Minecraft. Und da sieht man dann Elsa in einem wirklich viel zu knappen Bikini. Wo findet man eigentlich diese Bilder? Auf dem Thumbnail auch wieder in der Tinder-Oberfläche. Icky daneben mal wieder oberkörperfrei. Und so langsam aber sicher fehlen mir tatsächlich die Worte. Auf die anderen Thumbnails will ich jetzt noch niemals wirklich on Detail eingehen. Aber sind wir mal ehrlich, diese Thumbnails sind doch einfach nur krank, widerwärtig und damit anhängend natürlich auch pervers. Bro, Feine, wie viel? Warte mal ganz kurz. Wie viel? Sind wir mal ehrlich, diese Thumbnails sind doch einfach... Ich schau dich so lange, Kuchen leckt. Oh, das ist mir eine große Ehre, dass ich hier noch der Notfall bin. Jo, alles cool, fühlt euch hier willkommen. Ich weiß ja nicht, ob Tim jetzt nochmal den Stream startet. Ich weiß momentan nicht, was bei ihm da los ist, aber mich wird es halt auch übel ankotzen. So. Ist auf jeden Fall sehr nervig. Aber was ist denn das, Leute? Ey, ohne Scheiß, wie kann man sowas machen? Wie kann man sowas bringen? Ich check das, ich guck dir das mal an. Genau, auch die Charaktere. Die haben damit gar nichts zu tun. So, vor allem, man sieht auch die Charaktere nicht, weil das ja alles nur Minecraft, solche Blocks einfach sind. Guck dir mal, das soll einen Arsch darstellen. Das hier ist ein Arsch einfach. Wollt ihr mich verarschen? Der hat ihr die Schlüpfer geklaut. Ihr, ich klaue Amy Rose Unterwäsche. 140.000 Klicks. In was für einem Universum schweben wir momentan, dass sowas... Ey, geduldet wird. Auch nur krank, widerwärtig und damit anhängt. Okay, Jonas, es geht heute nicht so extrem lange. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, wie lange. Natürlich auch pervers. Kindercharakteren sexuell anmaßen und posen und leicht begleitet auf Thumbnails zu packen, grenzt schon fast an einen Fetisch. Hinzu kommt auch, dass Sachen wie Tinder absolut nichts in Videos zu suchen haben, welche vor allem von Jüngeren konsumiert werden. Ich bin wirklich schockiert und entsetzt, dass es sowas auf YouTube gibt. Aber wartet noch ab. Wir gucken jetzt mal, was in den Videos alles passiert ist. Guten Morgen! Ich bin Prinzessin Peach von Super Mario aus dem Mushroom Kingdom. Scusi, meine liebste Prinzessin. Wie geht es dir? Bist du etwa krank? Hallo, du siehst irgendwie schwanger aus. Du musst gucken, ob du wirklich Babys bekommst. Ich drehe den Hals um von deinem, der dich mit Babys vollgespritzt hat. Ich drehe den Hals um von deinem, der dich mit Babys vollgespritzt hat. Als ich diesen Alter, ich cringe mich weg, Leute. Ich cringe mich anders weg. Ich hab grad Real Talk Gänsehaut einfach. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich hab grad einfach Real Talk Gänsehaut. Von dieser Scheiße, die da gerade gelabert wird. Ach du Scheiße, Smilex, grüß dich. Ich werde Minecraft-YouTuber und rette die Szene. Ich werde das machen. Ich habe doch schon immer mal gesagt, Minecraft ist ja meine große Leidenschaft. 5 Spielstunden, wenn es gut kommt. Ganz wild.
Oh Gott, sowas sollte gesperrt werden, nicht Adler, sondern ja, sehe ich genauso. Zudem liefern die Videos auch überhaupt keinen wirklich Mehrwert. In einem Mario-Video will Mario Icky verprügeln. Was lernen Kinder denn dann im Endeffekt daraus richtig, dass Gewalt ein approbates Mittel ist? Aber, wie gesagt, Leute, gebt dem Video einen Like. Weil dieses ekelhafte nach Likes battlen ist gleich das nächste, wo ich sage, Alter, das hat schon Schläge verdient, allein für den YouTuber. Scusi, da ist er! Da ist er! Schnappi wird tot! Du hast mit Prinzessin Peach rumgeknutscht! Ah! Ich war das doch gar nicht! Du hast mit Prinzessin Peach meine Freundin Babys gemacht! Hey Leute, das ist doch dein... Bin ich geistig behindert oder bin ich dumm? Das ist doch der gleiche, oder? Ist das nicht der gleiche, der redet? Der redet die Mario-Stimme und der redet die Stimme, wo er gerade spricht. Gut, dass der Ersatzcheck zurückbilden. Problem. Aber ich dachte mir schon, wer solche Videos produziert mit solchen sexuellen Themen und solche Thumbnails nutzt, der hat doch sowieso den Schuss nicht mehr gehört am Ende, oder? Icky, wir waren gestern auf einer Hausparty bei dir. Hast du es schon vergessen? Ihr müsst euch nur mal euch vorstellen, die haben ein Publikum von über 100.000 Zuschauern pro Video. Über 100.000 Zuschauer pro Video. Ich wusste noch nicht mal, dass es so viele Kinder in Deutschland gibt. Alter, 100.000 Leute pro Video bei so einem Grinch-Zeug, das ist nicht normal. Du hast auch TNT angezündet und es war dann Feuerwerk. Wollt ihr beiden mir ein Like geben? Dann haben wir einen flotten Dreier! Icky, ich weiß nicht. Du hast so viele Mädchen und du hast schon so vielen Mädchen ein Like gegeben. Nein, das stimmt gar nicht. Und ich glaube, dass jetzt auch der... Alter, Typ mit Maske, was hast du dir... Alter, wie viel musstest du dir einwerfen, um dir die Scheiße anzugucken? Ja, allerletzte realisiert oder? Haben sollte, worauf dieser Typ hinaus möchte. Ein flotten Dreier? Ist das dein Ernst, Mann? Also, sorry, das kann man beim besten Willen nicht... Der ist sogar im Chat, lol. Wer ist im Chat? Wer ist im Chat? Sag mal. Ach, meine Tüte, na klar, dein Tüte ist schon die ganze Zeit im Chat. Ich dachte gerade schon, hier, Icky oder sowas. Das wäre geil. Mit Icky, da würde ich gerne mal eine Runde reden. Da würde ich mal fragen, was das für eine dumme Scheiße ist, was der da macht. Ob der sich nicht schämt. Ich verstehe das generell nicht. Das habe ich ja auch schon in meinem Video gesagt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder ob jeder das Video gesehen hat, mein letztes Video. Ich verstehe das Real Talk nicht, wie es sein kann, so einen Content, so eine Rotze hochzuladen. Sei es jetzt von einem Icky, sei es jetzt von einem Eiterbeul oder sonst irgendjemand. Wie rechtfertigt man das, wenn man konfrontiert wird von der Familie, was man so beruflich macht, beziehungsweise was man auf YouTube macht? Weil irgendwo kriegen die das meistens mit. Da fragen die, ja, was machst du auf YouTube? Und du sagst, also ja, ich mache Minecraft-Content, guck dir mal einfach meinen Kanal an und dann läuft das schon. Alter, mir wär's so peinlich. Anders auslegen, das ist eine sexuelle Anspielung und das bei Content, der für Kinder gemacht wird. Aber falls euch das immer noch nicht gereicht hat... Aber ihr könnt auch ganz einfach, auch wenn ihr Twitch Prime habt oder so, in Twitch Prime Sub da lassen. Das wird mich auch schon über unterstützen. Du wirst von Kuhn gehostet. Mal ein kleines Best-of von Icky an dieser Stelle. Ich bin nämlich ein Gentleman und ich leg mich nicht einfach so zu einem fremden Mädchen ins Bett. Okay, Leute, ich muss mich da oben neben ihr hinlegen. Okay, es tut mir leid, aber... Ich kann heute einfach kein Gentleman sein, so. Hey, ihr beiden! Aufstehen! Machen die beiden hier etwa Babys zusammen? Ey, diese Cringe-Stimme. Das ist so ekelhaft, diese Stimme. Wenn die hier Babys machen, dann will ich mitmachen! Ich will auch hübsche Babys! Ich will Babys! Ich will Babys! Aufstehen, ihr beiden! Ich muss sagen, du siehst auch echt hübsch aus. Aber hast du nicht schon einen Freund? Ich dachte, Luigi ist... Luigi rettet nur mein Leben. Du siehst aber viel, viel besser aus als Luigi. Alter. Und du bist auch noch jung. Alter. Man beachte mal diese Bildstelle. Lost, Alter. Alter. Ey, was gucken wir uns hier an? Unterste Stelle, Alter. Unterste Stelle. Prinzessin Elsa, was sagt sie da? Ah, die Kälte hat mich nie gestört, sagt sie. Aber auf Englisch. Okay. Also, zusammengefasst, wir haben hier einen wahrscheinlich erwachsenen jungen Mann, der solch einen Content produziert. Bin ich da wirklich der Einzige, der das so unnormal pervers findet? Ein Großteil seiner Community sind Kinder und ich persönlich denke, dass so etwas kein Kind der Welt sehen sollte. Für die Leute, die es auch nicht wissen, ich weiß auch nicht mal, ob das jemals ein Geheimnis war, aber einer von diesen ganzen Cringe-YouTubern, wird hier übrigens nicht mit aufgezählt, aber einer von diesen ganzen Cringe-YouTubern ist auch, falls ihr den kennt, Rotpilz.
Kennt ihr Rotpilz? Keine Ahnung, ob das jetzt ein Leak ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Rotpilz auch einer von den Typen ist. Einigen seiner Zuschauer ist es ja bereits aufgefallen, dass er mittlerweile so merkt... Also, die Leute, die jetzt denken, ah ja, derjenige und derjenige, der ist ja verschwunden, der macht ja kein YouTube mehr. Die meisten, die machen noch YouTube. Aber halt heimlich. Und das ist ja traurig. ...und sexuell aufgeladenen Content hochlädt. Zudem finde ich die von mir gerade eingeblendeten Kommentare auch etwas verstörend. Ich komme aus Sachsen. Sie lieben Iki, nutzen Tinder... Also, das ist doch wirklich krank. Wenn Kinder schon anfangen, solche Sachen zu schreiben, dann wissen wir doch ganz genau, was für eine Wirkung diese Videos erzielen, oder nicht? Aber warum macht YouTube dann nichts gegen solche Menschen? Das ist doch wirklich maximal pervers und widerlich. Mir ist zudem bei meiner Recherche aufgefallen, dass er mittlerweile auch sein Merch über die Seite 3dsupply.de vertreibt. Der eine oder andere von euch kennt die Seite... Jetzt mal ohne Scheiß. Als ob jemand sich Merchandise von Iki holt. Das kannst du mir nicht erzählen. Also, wenn ich jetzt hier wirklich jemanden sehe, der sich so eine Scheiße geholt hat. Der ist völlig lost. Völlig weg vom Fenster. Krank. Seid ihr vielleicht schon? Die bieten nämlich unter anderem das Merch von Klängern, Paluten, Mimi und ein paar anderen größeren YouTubern an. Ich bin dann tatsächlich auf Instagram gegangen und bat diese Firma um ein Statement, da ich das irgendwie äußerst fragwürdig finde, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Bis jetzt kam noch kein Statement, ich werde euch aber natürlich auf dem Laufenden halten, falls sich da etwas Neues ergeben sollte. Ich weiß jetzt an der Stelle auch eigentlich gar nicht mehr wirklich, was ich sagen soll, da ich einfach nur schockiert bin von dem Ganzen. Weil wenn ich Kinder hätte, ich würde es denen definitiv verbieten, sich solche Videos anzugucken. Man kann sich auch Alpha Kevin Merch holen, ja. Ausrufezeichen Merch. Und da kommt er zur Seite, Leute. Bewusst Charaktere in Videos eingebaut, welche häufig von Kindern gesucht werden. Hinzu kommt dann, dass diese häufig in sexuellen Anmaßen Posen auf die Thumbnails gepackt werden oder dass die leicht bekleidet sind und um genau diese Themen geht es dann auch in den Videos. Und solche Aussagen können dann am Ende Kinder hochgradig verstören und negativ beeinflussen. Wie kann das denn sein, dass so ein Typ wie der so eine lange Zeit unauffällig unter dem Radar aktiv ist und mit so einer Scheiße auch noch Geld verdient am Ende? Alter, ich wusste ja, dass diese Menschen, dass die übel cringe sind. Und ich wusste auch so von der Stimme her, dass die komplette Scheiße machen. Ich wusste aber nicht, dass sie so auf die Sexualisierungsschiene gehen. Ey, das kannst du mir nicht erzählen, dass das auch normal ist. Der Typ. Was ist für eine Wertevermittlung einfach? Leute schlagen, die ganze Zeit nur diese Sexualisierung, Hauptsache Brüste zeigen, Arsch zeigen oder so. Was ist das? Ey, und dann gibt's wirklich 100.000 Menschen, die sich die Scheiße geben. Ganz schwierig. Laura, schön, dass du da bist. Freut mich aber, dass du jetzt noch am Start bist. Bitte euch. Neben diesem Content macht er dann tatsächlich auch noch solche Horrorgeschichten, wie was passiert um 3 Uhr nachts mit Horrorlehrerin in Minecraft. Warum ist dort Tomatensauce? Horror Sonic mit Tomatensauce. Hast du etwa das der Horrorlehrerin angetan? Er nickt. Oh. Ha, ich werde die wegschnetzeln. Zack, zack. Also, wir haben dann blutüberströmten Sonic gesehen. Okay, sorry, ist mein Fehler. Der ist natürlich nur mit Tomatensauce überzogen. Zumindest laut seiner Aussage. Aber trotzdem läuft dieser blutüberströmte Typ mit dem Messer durchs Gebäude, will alle wegschnetzeln laut seiner Aussage und steht dann über diesem leblosen Körper der Horrorlehrerin. Also, das ist doch schon relativ eindeutig, oder nicht? Und das ist dann am Ende auch für Kinder absolut ungeeignet, weil die einfach häufig zwischen Realität und Spiel überhaupt nicht unterscheiden können. Also, das ist natürlich irgendwo überspitzt von mir dargestellt, aber ich habe ja bereits weiter oben gesagt, dass Kinder häufig zwischen Realität und Spiel nicht unterscheiden können. Und ich bitte euch, versetzt euch einfach mal in die Lage vom Kind. Das hat schon einen triftigen Grund, warum so etwas eigentlich kein Teil von Kinderserien ist. Kinder sehen so etwas und... Ich verstehe nicht, was die Intention bei dem Content ist. Wollen die Kinder komplett verdummen? Wollen die mit Absicht auf sämtliche moralische Werte scheißen? Also, was ist die Intention von so einem Kanal? Die finden das wohl geil, dass... Was ist ich? Treue. Finden die wahrscheinlich geil, dass das so gebrochen wird. Die finden das wahrscheinlich auch richtig geil, dass Leute einfach abgeschlachtet werden oder sonst irgendwas. Alter, die wissen ganz genau, dass die ein Publikum haben von Kleinkindern. Wirklich von Kleinkindern. Anders ist das nicht. Und dann machen die sowas. Nein, wegen Geld. Ja, das Ding ist halt aber, warum Geld so? Aber dann kannst du ja andere Themen ansprechen. Du musst das nicht so eine Scheiße machen. Du kannst alles machen. Alles kannst du machen. Aber du musst doch nicht noch sowas mit einbringen. Die Kinder, die schauen sich alles an. Du kannst über Kacke reden, du kannst über sonstiges Zeug reden. Die gucken sich jeden Mist an. Hauptsache, es ist so ein Roleplay. Aber hier wird ja noch bewusst irgendeine Kacke mit hochgeladen oder beziehungsweise noch irgendwas dazu gespielt. Ey, das geht gar nicht. Denken, dass Gewalt absolut in Ordnung ist. Ey, ich lieb dich, Dynamo. Ich komme aus Sachsen.
man Probleme hat, man immer Gewalt zur Rate ziehen kann. Ich bin ganz ehrlich mit euch, auch wenn ich damals teilweise nicht wirklich mit den Einstufungen der USK d'accord gegangen bin, so denke ich trotzdem, dass solche Geschichten zu Recht nicht in Spielen für Jüngere oder Kinder auftauchen. Das war's aber noch nicht. Ich habe noch einen weiteren YouTuber gefunden, nämlich den guten Dandy. Der geht nämlich in die gleiche Richtung wie Iki und hat aktuell über 60.000 Abonnenten und seine Thumbnails finde ich persönlich nochmal viel schlimmer. Hier sieht man dann tatsächlich explizit Gewalt auf den Thumbnails, an Comicfiguren beispielsweise und die Nacktheit kommt auch nochmal. Ah ja, Alter, das war genau das Bild. Hier sieht man dann tatsächlich explizit Gewalt. Das Bild hier, das hat auch Eiterbeule genutzt, ne? Deswegen, ey, ganz ehrlich, der Eiterbeule, der hat ja schon öfter mal mit mir geschrieben und der wollte auch immer so auf cool sein und beziehungsweise hat auch immer mal unter meinen Bildern kommentiert auf Instagram. Ich wusste ja auch nicht, was der so auf YouTube macht. Ich dachte, der ist inaktiv. Dann sehe ich, der hat ja einen Zweitkanal. Und dann gucke ich mir das hier an und denke mir so, nee, Alter, nee. Ganz ehrlich, ich habe gar nicht die Intention, irgendwas mit dem zu tun zu haben. Gewalt auf den Thumbnails, an Comicfiguren beispielsweise und die Nacktheit kommt auch nochmal einen Tacken mehr vor. Ich für meinen Teil denke, dass diese Videos noch extremer in die von mir vermutete Richtung gehen, was sich auch nochmal ganz klar in seinen Videos dann zeigt, nämlich irgendwelche Minecraft-Fetisch-Geschichten. Zusätzlich hat er dann noch einige sehr schöne Videos über Corona gemacht. Alter Buffio, was ist das da hinten? Ich weiß nicht, was das ist. Oh, ich weiß, was es ist. Das ist, die Seuche bricht wieder aus. Ach, nicht schon wieder, Danny. Guck mal, das ist so ein Tunnel, da ist das Seuchenbild von dem obersten Seuchenboss. Wehe, ich hab das Gefühl, da ist jemand. Was passiert mit mir? Oh, der Buffalo, der ist krank, vergiftet. Buffalo, was ist los? Bist vergiftet? Ich weiß nicht. Ja. Also bei ihm weiß ich noch niemals, wo ich wirklich anfangen sollte, weil die Thumbnails einfach alle komplett Schrott sind. Hier sieht man dann direkt das erste schöne Video. Ich schneide Amy Rose in zwei Hälften in Minecraft. Darauf finden wir den Charakter Amy Rose, welcher in zwei Hälften geteilt wurde. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Natürlich darf auch bei Dandy nicht das Thema Tinder fehlen. Ich spiele noch... Ey, ich komme nicht drauf klar, so die nutzen jede mögliche Scheiße aus, um sowas zu machen. Es ist so grausam einfach. Es ist schon wirklich grausam, ey, Das macht mir schon förmlich Angst hier. Hier sind einige Prinzessin und natürlich Prinzessin Jasmin im Bikini. Dann haben wir noch das tolle Video, ich glaube, Prinzessin Peach Unterwäsche in Minecraft, wo man dann sieht, wie der Charakter von Danny mit der Unterwäsche von Peach wegrennt und sie dann dort mit nackten Hintern zu sehen ist. Ah ja, ganz tolles Thumbnail auf jeden Fall. Natürlich hat er nochmal was Ähnliches mit Amy. Ey, wie kann man denn diese... Das sind Kinderfiguren, Mann. Wie kann man denn das so sexualisieren? Ich check Amy Rose gemacht. Nämlich in dem Video, ich verstecke mich in Amy Rose. Nicht bei, er versteckt sich in Amy Rose. Und Amy Rose sieht man natürlich auch wieder mit gefotoshoppter Oberweite und Bikini. Natürlich darf auch ein Video zusammen mit Amy Rose und Prinzessin Peach nicht fehlen. Da liegt er nämlich beide Oberkörper frei, nur mit einem Bikini bekleidet im Bett. Toll, Junge. Wirklich ganz, ganz tolle Thumbnails. Leute, ich bin jetzt am Ende wirklich extremst lost. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, ja, dass Gott, ich mal auf solche Sachen auf YouTube stoßen würde. Und ich möchte dieses Video jetzt von mir mit einem Appell an euch alle abschließen. Ich für meinen Teil denke nämlich, dass diese Ausschnitte zum großen Teil für sich selbst gesprochen haben. Gewalt, Horrorelemente, Sexualisierung von Kindercharakteren, Corona, 3 und Nuts Challenges. All diese Themen haben meiner Meinung nach nichts in scheinbaren Kindervideos zu suchen. Schrägstrich in Content, der für Kinder gemacht wird. Es hört sich vielleicht etwas dumm an, aber das belastet mich schon sehr zu sehen, dass Charaktere aus Paw Patrol beispielsweise als Horrorfiguren inszeniert werden. Wenn man sich mal dabei überlegt, dass Paw Patrol eigentlich eine Sendung für kleinere Kinder ist, wo man etwas lernt und ein bisschen unterhalten wird. Diese Charaktere werden dann am Ende nur aus dem Grund benutzt, da viele Kinder danach auf YouTube suchen und diese dann wiedererkennen. Iki, Dandy und andere Leute aus dieser Bubble benutzen das bewusst, um ihren kranken Content auf YouTube zu publishen und daran dann noch Geld zu verdienen. Aber warum war das denn jetzt so lange unter dem Radar? Ich denke persönlich, dass es genau aus diesem Grund so lange unter dem Radar war. Viele von uns suchen einfach schlichtweg nicht nach Elsa, Prinzessin Peach, Paw Patrol und Minecraft zusammen. Und warum? Weil wir einfach zu alt sind. Aber dieser Content nutzt auf abartige Weise die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft aus, macht Geld mit ihnen und vermittelt absolut widerwärtige und falsche Werte. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, und ich denke auch, was auch noch so ein Thema ist, warum man auch kein Video zu denen macht, das liegt wahrscheinlich auch so daran, man hat gar keinen Bock, man weiß, auf was man sich da ungefähr einstellt. Also man weiß, was man, auf was man sich da ungefähr einstellt und da hat man schon gar keinen Bock, da zu recherchieren. Das ist mir dann einfach zu viel. Was wichtig ist, dass sich Kinder mit Medien auseinandersetzen, dies auch mitunter ein bisschen früher. Aber das Ganze sollte nicht ohne Aufsicht von Eltern passieren. Weil am Ende schauen sich die Kinder genau solche perversen Horrorvideos an, wo es die ganze Zeit nur um Sex und Babys machen geht. Das geht einfach nicht. Haut rein. Ey, ich muss sagen, gut, der Abschluss war ein bisschen sehr kurz. Aber richtig gutes Video. Leute, gönnt euch Dude mit Maske. Ist ein stabiler YouTuber, muss man mal so sagen.
Also wenn ihr immer schöne Meinungsblogs direkt sehen wollt, Dude mit Maske, seid ihr immer richtig.